وتم إيقاظي عندما أحس هو بألم حاد جدا. Und dann wurde ich aufgeweckt von jemandem, wo Mirza sich sehr schlecht fühlte in dieser Nacht. وعندما وصلت إلى حضرته ورأيت حالته خاطبني قائلا سيد ميرزا أنا أصبت بوباء الكوليرا. Als ich zu ihm ging, als ich hörte, dass ihm sehr schlecht ging, ging ich zu ihm, er rief mich und sagt, سيد ميرزا, ich bin in Cholera, Krankheit, betroffen. Das heißt, er ist krank in Cholera. Diese Krankheit, ne, bedeutet, was? Durchfall, immer auf Toilette hin und her rennen, ohne Ende, bis du stirbst. Das ist ein Symptom von Cholera. وبعدما قال هذا لا اعتقد بانه نطق باي كلمه مفهومه. Er sagt, nachdem er das gesagt hat, ich glaube nicht, dass er irgendwas Verständliches ausgesprochen hat. Das heißt, er hat gar nichts mehr gesagt. Die letzten Minuten. Man konnte ihm gar nichts mehr verstehen, was er spricht. Und von diesem Schmerz, was er bekommen hat. Und Cholera. وظلت هذه حاله حتى الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي حيث مات. Dieser Mann ist Zeuge. Das ist kein Schia, kein Sunni, gar nichts. Das ist ein Ahmadi. Er sagt, ich war dabei. Und der ist so geblieben. Er hat geplaudert, hat geredet, irgendwas, was unverständlich ist. Und der hat so lange so gemacht, bis er gestorben ist. Ne? Also, bis 10 Uhr nachts und dann ist er am nächsten Tag gestorben. Vielleicht eingeschlafen und gestorben. Das ist eine Erklärung, ein Augenzeuge von einem damaligen Ahmadi, der Schwiegervater von Mirza Ahmad. Und das ist sein Buch, ein Original, wo das drin steht. Hayat Nasser, das Leben von Nasser, Seite 14. So, das haben Sie, könnt ihr finden auf Urdu irgendwo, also ich hier habe das vielleicht im Internet gefunden, oder in einer Bücherei. Also auf jeden Fall, diese Dokumente, wie gesagt, sind von einem Ex-Ahmadi. Die stammen von einem Ex-Ahmadi. So, der zweite Zeuge davon ist hier. Sein Sohn. Mirza Bashir Ahmad. Das ist der Sohn von Mirza Ghulam Ahmad. So. Er wird bezeichnet mit Mond der Propheten. So schön. Was er schreibt in seinem Buch, die Autobiografie von Mirza oder von Mehdi, das Leben von Mehdi. Band 1, Seite 9 und bis Seite 11, die Erzählung Nummer 12, folgendes. Er sagt, wie ist sein Vater gestorben? Mit Habibi, was die Ahmadi sagen? Oder wie ist er gestorben? Auf welche Art und Weise? Also der erste Zeuge sagt, dass er in Cholera gestorben ist, eine schlimme Krankheit. Er sagt, er schreibt folgendes, dieser bescheidene Mensch, er meint sich, dieser Bashir, ja, er sagt, dieser bescheidene Mensch, ich, yani nafsuhu, Mirza Bashir, Yaqul bi'ktisar, sagt, kurz gefasst, folgendes, dass Hadrat al-Masih al-Maw'ud, der verheißene Messias, kana fi halatin jayida tamaman, bi tarikh 25.05.1908, er war vollkommen gesund. Komplett gesund, wann? Ein Datum von 15.05.1908. Er erzählt genau, wann? Montagabends. Für die Leila, wo war der Salat al-Isha? Er sagt in dieser Nacht und nach Abendsgebiet, Rajatu ila al-Bayt, wo wajadtuhu yajlisu ala al-Sarir ma'al walid al-Muqqara. Ich bin nach Hause zurückgekommen, sagte er nach dem Abendsgebiet. Und ich sah, dass er auf dem Bett saß mit der edlen Mutter, also seine Mutter, seine Frau, die Frau von Mirza. Und die waren am Abendessen, beide. Ich bin zu Bett gegangen, habe ich mich hingelegt und eingeschlafen. Und am Ende, oder hier, am letzten Teil von dieser Nacht, hier in der Nähe von dem Morgendämmerung wurde ich aufgeweckt. Oder war ich von alleine aufgeweckt, steht hier.
Wurde ich aufgeweckt? Er weiß nicht ganz genau. Oder war ich von alleine aufgeweckt? So. War viel zu schnell. Oha, das ist allerhand zu übersetzen hier. So. Oder bin ich von alleine aufgeweckt? Dann bin ich hingegangen. Nee, oder durch diese Menschen, dass die hin und her gelaufen sind, bin ich aufgeweckt worden. Oder durch ihre Plaudern und Reden, nee, dass sie mich aufgeweckt haben. Und danach habe ich den verheißenen Messias, alaihi salam, gesehen und ich sah, dass er unter Durchfall gelitten hat. Hier. وَقَدْ كَانَ مَرِيدًا جِدًا. Er war sehr krank. Oder und er leidete unter Durchfall. وَكَانَتْ حَالَتُهُ غَيْرُ مُسْتَقِرَّ. Und seine Lage war kritisch von Mirza. وَكَانَ الْأَطِبَّاءُ وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مَشْغُولِينَ بِعَدَّةِ أَشْيَاءِ. Und die Ärzte waren um ihn herum und die Menschen, und sie waren alle beschäftigt in verschiedene Sachen. Und in jede Ecke. Ein Prophet braucht einen Arzt. Aber wenn wir nachher über die Wunder von Mirza hören, von dieser Sekte, geh mal da, wir haben Moschee irgendwo hier, geh mal, frag mal, was für Wunder hat er gehabt. Die erzählen hier auch, lesen wir, damit ihr mir glaubt. So. Der verheißene Messias vermehrt Essen durch Berührung. Vermehrt Essen durch Berührung. Was steht da drin? So. Das ist in ihrem Buch, ne? Das heißt, er macht seine Hand oder pustet drauf und das Essen wird mehr. Ein Wunder. Wieso macht er nicht seine Hand auf seinen Bauch und liest ihn oder pustet drauf, dass dein Durchfall aufhört? Bleibt so lange, bis er stirbt. Hier ist Wunder von ihm. Der verheißene Messias vermehrt Essen durch Wunder. Das lesen wir an Seite 55. Gucken wir, was da passiert ist. Ich weiß das nicht, dass er dafür Arzt braucht, ne, um heil zu werden. Er ist gekommen, damit er uns heil macht. Normalerweise soll er kommen, um uns heil zu machen. Als ich Hazrat Amadjan, meine Mutter, von dieser interessanten Überlieferung des Mian Abdullah erzählte, sagte sie mir, das Ereignis dieser Art durch den Siegen des verheißenen Messias mehrmals in unserem Haus vorgekommen waren. Eines dieser Ereignisse berichtete sie mir wie folgt. Das heißt, mehrere Ereignisse, mehrere Wunder hat er gemacht. Und dann diese Ereignisse sind folgendes. Einmal bereitete ich gerade eine kleine Menge Pilo, Reis mit Fleisch. Das ist irgendein Essen, ein indisches Essen. Gerade genug für den verheißenen Messias. Seine Mutter erzählt, ich war gerade am Kochen, habe ich gerade so viel Essen vorbereitet, dass das knapp sind, dass das vielleicht nur für Mirza reicht, ausreicht. Aber gerade dann kam Nawab Muhammad Ali Khan, ein Schwiegersohn des verheißenen Messias, der in der Nachbarschaft wohnte, mit Frau und Kindern zu mir. Er ist mit seiner Frau und seinen Kindern zu ihr gekommen und sie war gerade mit Essen kochen fertig. Sie hat gerade Essen zubereitet, nur für Mirza. So, jetzt. Also, der verheißene Messias sagte zu mir, auch ihnen sollte das Essen serviert werden. Ich erklärte ihm, dass nur eine sehr kleine Menge Reis vorhanden war, worauf er an die Reismahlzeit hintrat und darüber hauchte. Dann sagte er, serviere jetzt bitte den Reis. Hat nur gemacht, ne? Mehr nicht. Hazrat Ahmad Jan berichtete, dass diese kleine Menge Reis dadurch so außergewöhnlich gesegnet wurde, dass Herr Nawab und seine ganze Familie genug davon essen konnten. Danach wurde vom Rest ins Haus von Hazrat Maulawi oder Maulvi Nuruddin, des Weiteren zu Hazrat Maulvi Abdul Karim und außerdem noch übrig gebliebenes, zu einigen anderen Leuten geschickt. Wunder. Das hat nur sie gesehen, ne? Sie hat ihren Sohn erzählt. Aber hier, wie er gestorben ist, ist wirklich ein Wunder, dass er sich nicht selbst heilen kann. Er braucht dafür Ärzte. Hier sein Sohn sagt, derselbe Sohn, ne, der das hier erzählt, er erzählt uns hier,
in seinem Buch das Lebensgeschichte oder die Lebensgeschichte von Mirza, von Mehdi, nicht von Mirza, von Mehdi heißt das Buch. Und das wurde angegeben vorhin. So. Also, لكن حالته ظلت حرجة واستمرت كذلك حتى طلوع الصباح. Das heißt, seine Lage war so immer kritischer bis Morgendämmerung. وعندما طلع الضوء سأل حضرته حضرت المسيح موعود إن كان وقت الصلاة قد حان. Und als die Morgendämmerung kam, hat gefragt, ob das Gebetszeit schon fällig ist. ثم قام بالتيمم, hat Tayammum gemacht, Sandwaschung, وهو في فراشه, in seinem Bett. Das ist sehr wichtig, das zu merken hier, damit wir wissen, ob er was geschrieben hat oder nicht. Weil er sagte, er lag im Bett, er konnte nicht mal aufstehen, damit er Tayammum nimmt. Er lag im Bett und in seinem Bett hat Tayammum gemacht.